Endlich verstehe ich den Hype. Ich verstehe es jetzt. Ich habe am Wochenende vielleicht einen ganz kleinen Kater gehabt und vielleicht habe ich den ganzen Sonntag The Kardashians auf Disney Plus geschaut. Keine Werbung hier an dieser Stelle, also keine bezahlte. Und ich verstehe es jetzt. Ich verstehe die Faszination um diese Familie. Ich habe vorher schon Keeping Up with the Kardashians geschaut, aber ich habe es nie gecheckt. Aber nun gehöre ich endlich zum Club. Auf Instagram habe ich diese neue Obsession schon geteilt, aber es ist auch Zeit, euch, meiner YouTube-Familie, davon zu berichten. Super, Leute, jetzt wisst ihr's. Aber was haben jetzt die Kardashians mit Gurken zu tun? In einer Folge schneidet Kendall Jenner eine Gurke auf so ungewöhnliche Weise, dass es einen noch lange beschäftigt. I don't know, I'm kind of scared. There you go. Falls ich den Clip nicht finde oder nicht benutzen kann, ich habe es einmal in meiner Insta-Story nachgespielt. Ungefähr so war's. Und um diesen Vorfall gemeinsam verarbeiten zu können, werde ich heute den ganzen Tag nur Gurkenrezepte kochen. Und ihr dürft mir dabei zuschauen. Gurke, ne? Ich bin auf diese Videoidee gekommen und dachte, ich schau mal nach, was es so für Gurkenrezepte gibt, weil außer eine Gurkenscheibe schneiden und sie mir aufs Brot legen, habe ich nicht viel mit dem Gemüse zu tun. Aber es stellt sich raus, es gibt sehr viele Gurkenrezepte. Viele davon klingen auf den ersten Blick relativ eklig, aber wir werden es heute rausfinden. Und ihr fragt euch jetzt, Vanessa, aber warum siehst du denn so aus, als ob du ins Fitnessstudio gehst? Weil ich jetzt ins Fitnessstudio gehe und danach einkaufen werde und dann geht's auch schon los mit dem ersten Rezept. So, jetzt haben wir genug Gurken und können loslegen. Ist dieses Oberteil übertrieben? Nee, ich denke nicht, ne? Nee. Und zum Frühstück gibt es ganz klassisch einen Gurken-Apfel-Ingwer-Smoothie, damit man auch schön in seiner Modellinie bleibt. Die Zubereitung war ganz einfach. Ich habe eine Gurke geschält, dann habe ich einen Ingwer geschält, ungefähr daumengroß, und einen Apfel geschält. Und dann habe ich eine Zitrone halbiert und den Saft einer Hälfte genommen. Im Anschluss kommt alles in den Mixer rein und wird einmal schon mal durchgemixt. Und dann folgen 200 Milliliter Wasser und der Zitronensaft. Und dann nochmal schön pürieren, abfüllen und fertig. Und da ich es selber noch nie ausprobiert habe, probieren wir jetzt erstmal. Sauer. Zu viel Zitronensaft. Satt wird mich dieses Frühstück jetzt nicht machen. Es schmeckt aber dafür sehr lecker, frisch und sehr zitronig. Und ich glaube, so ein Gurkensmoothie ist wirklich ein toller Start in den Tag. Aber jetzt brauche ich mal was Richtiges zu essen. Und hier haben wir schon das nächste Gericht. Gebratene Gurke mit Spiegeleiern. Die Zubereitung war relativ simpel. Zuerst habe ich die Gurke geschält, dann habe ich die Möhren geschält und dann habe ich die Kartoffeln geschält. Anschließend habe ich alles mit einer Reibe gerieben. Das geriebene Gemüse kommt nun in ein Sieb, damit es noch abtropfen kann, denn die Gurke ist ziemlich nass. Ich weiß auch nicht, warum in dem Rezept nicht drin stand, dass man das Innere der Gurke auskratzen soll. Denn das ist ja wirklich ziemlich nass. Danach habe ich eine Zwiebel geschält und geschnitten und das gleiche mit dem Knoblauch gemacht. Dann ein bisschen Öl in die Pfanne, Zwiebel und Knoblauch rein und erstmal ein bisschen anbraten lassen. Darauf folgte das geraspelte Gemüse und das erstmal für 10 Minuten anbraten. In der Zeit habe ich noch meinen frischen Dill geschnitten. Oh, und natürlich nicht vergessen zu würzen mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Und dann wurde alles wieder miteinander verrührt. Und als dann alles 10 Minuten anbraten durfte, kamen frische Kräuter dazu, also der Dill und gefrorene Petersilie. Ich habe gefrorene Petersilie, weil ich es einfach praktischer finde, aber man kann natürlich auch frische nehmen. Und dann kommt noch ein schöner Löffel Butter dazu und Frischkäse und dann wird alles miteinander verrührt und für weitere 5 Minuten gebraten. Fertig. Und als Beilage empfiehlt das Rezept, sich ein Spiegelei zu machen, also habe ich mir 2 gemacht, denn ich liebe Spiegeleier. So einfach war das, dass es fast Kendall Jenner auch schaffen würde. Und ich finde dieses Rezept so skurril, weil ich noch nie Gurke gebraten habe. Also ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben warme Gurke gegessen. Und ob das schmeckt, finden wir jetzt heraus. Das ist so lecker! Als ich das Gemüse so frisch gerieben habe, dachte ich so, boah, das riecht jetzt aber ganz schön nach Gurke. Ich verlinke euch alle Rezepte unten. Probiert das mal aus. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Das ist eine richtig leckere Beilage. Warum habe ich in meinem Leben noch nie warme Gurke gegessen? 10 von 10. Ich finde das so lecker. Also bestimmt ist das auch Geschmackssache, aber... Guckt euch das an. Wow, toll, toll, toll. Ich esse das jetzt erstmal auf und entspanne mich ein bisschen und wir sehen uns aber jetzt zum nächsten Snack. Tschüss! Und zum Abendessen gibt es überbackene Gurke und koreanischen Gurkensalat. Na komm, das sieht schon ganz schön gut aus. Außer der Kartoffel habe ich heute nicht wirklich Carbs gehabt. Ich bin auf einer Gurkendiät.
Das ist ein koreanischer Gurkensalat und der war wirklich einfach zu machen. Zuerst nehmt ihr euch eine Gurke und die schneidet ihr dann in der Hälfte durch. Dann kratzt man mal wieder das Innere von der Gurke raus, weil es zu nass ist. Und man schneidet die Gurke halt in so schöne, mundgerechte Stücke, so wie man es halt am liebsten mag. Wenn ihr es kleiner mögt, schneidet ihr es kleiner. Wenn ihr größer mögt, dann halt größer. Die Gurken packt ihr dann in eine Schale und da fügt ihr dann alle restlichen Zutaten hinzu. Zucker, Chiliflocken, Sojasauce, Reisessig und geröstetes Sesamöl. Und das wird dann alles miteinander vermengt und einfach in den Kühlschrank gepackt für so 20 Minuten. Dann sollte es gut durchgezogen sein. Und bevor ihr den Gurkensalat serviert, muss da noch ein kleines i-Tüpfelchen drauf. Sesam, und ich nehme jetzt schwarzen. Ihr könnt natürlich auch weißen nehmen, gerösteten, so wie ihr es mögt. Aber schwarzer sieht so cool aus. Hübsch. Merke einfach, obwohl ich so gerne koreanisch esse, dass ich das nie versuche selber zu kochen. Und ich glaube, viele Gerichte sind gar nicht so schwer, wie man denkt. Wie zum Beispiel eingelegte Gurke. Ja, sehr scharf, fresh, weil es Gurke ist. Sesamöl kickt gut rein, Sesam obendrauf kickt gut rein. Ich glaube, es könnte aber sogar noch länger eingelegt sein. Ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen aufregender vorgestellt. Vielleicht gibt es auch Rezepte, die ein bisschen mehr beinhalten. Vielleicht ist es dann auch mit Reis besser, aber ja. Es kann auch sein, dass meine Gurke noch ein bisschen zu nass war. Wenn man sie so richtig abtrocknet, ist vielleicht der Geschmack ein bisschen intensiver, weil das dann nicht von dem Wasser so abgetropft wird. Aber so als kleine Beilage kann man das auf jeden Fall machen. Kommen wir hier zu unserem Hauptabendgericht. Das sieht doch aus wie so ein komisches Diät-Low-Carb-Pizza-Gericht. Hier ist Lasagne ohne Nudelteig. Ein bisschen wie Sudels, wo man halt Nudeln aus Zucchini essen kann. Und dann spart man sich die Kohlenhydrate. Weil wir wollen alle einfach nur schlank sein. Spaß, stimmt nicht. Für die überbackene Gurke schält ihr mal wieder eine Gurke. Dann schneidet man die Gurke in der Hälfte durch und kratzt mal wieder das Innere aus. Die Gurkenhälften legt man dann in eine Auflaufform und beträufelt sie noch ein bisschen mit Sojasauce. Dann schneidet ihr euch eine Zwiebel, brät sie an, packt Hackfleisch dazu, in meinem Fall vegetarisches Hackfleisch, und schneidet noch ein paar Champignons und die kommen auch noch in die Pfanne. Dann lasst ihr das alles schön durchbraten und füllt die Gurken mit der Hackfleischmasse. Dann kommt noch selbstgemachte Tomatensauce oben drauf oder wie in meinem Fall aus der Dose. Und das Ganze wird garniert mit Streukäse. Und das alles kommt dann in den Backofen bei 180 Grad für eine halbe Stunde, also so lange, bis der Käse halt super dunkelbraun wird. Und dann holt ihr es raus und fertig. Also, meine Gurke hat auf jeden Fall noch... Ach, das sieht doch... Wie zeige ich es? Ich will ein schönes Stück für die Kamera. Wow, this looks amazing. Heute habe ich so verrückte Sachen gegessen. Moment, ich muss noch ein zweites Stück probieren. Ich bin überrascht, dass es nicht so... Das ist Gurke. Boah, das ist voll viel Gurke. Man hat schon so einen richtigen Gurkentouch, aber es schmeckt nicht wie zum Beispiel jetzt der Vorspeisensalat, so frische Gurke, sondern eher so eine, ja, geschmorte Gurke, ne? Ich würde jetzt lügen, dass es zum Beispiel eine Kartoffel ersetzt oder Nudelteig oder so. Also etwas, was dann wirklich so dieses Kohlenhydrate nochmal, ne, in die Fresse rein. Es schmeckt schon nach einem Diätgericht. Also es ist wirklich genießbar, essbar. Wenn ich das jetzt zum Abend esse, würde ich mich danach wohlfühlen und ein gutes Gefühl haben und nicht so, ich muss mir jetzt hier die Dings reinzwingen. Also außer, dass der Gurkensmoothie heute Morgen nicht so wirklich aufregend war und ihr den alle wahrscheinlich schon kennt, waren heute echt coole Gerichte dabei. Ich bin wirklich erstaunt. Vor allem über warme Gurke. Warme Gurke. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. So die warme Gurke natürlich. Es ist schon spät, Leute. Es ist spät. Ich habe gerade so schön einen wegmoderiert und habe dann gesehen, dass die Kamera nicht läuft. Also, wir machen jetzt einen Zitronengurkengranita. Das ist das Dessert für heute. Und dafür habe ich schon Gurken vorbereitet. Und zwar habe ich sie geschält und in Scheiben geschnitten. Und an dieser Stelle gibt es gleich ein kleines Tutorial an Kendall Jenner. So schneidet man eine Gurke. Also so nicht, aber so. Jetzt weißt du es. Ja, und jetzt habe ich noch eine Zitrone ausgepresst und ein bisschen Honig in den Mixer reingepackt. Und jetzt wollte ich noch ein bisschen Wasser reinmachen. Ich habe wirklich so schön... Ich habe... Tolle Stimmung. Aber die Uhrzeit, ne, das ist schon ein bisschen spät, Leute. Und dann wird hier ein abgesmoothied. Ja. So, und jetzt sollen da noch Eiswürfel rein. Riecht natürlich hier wieder ganz toll nach Gurke. Das war heute ein wilder Gurkenritt. Hier ist unser Nachtisch. Auf dieses Video, ne?
es ist nicht schlecht, aber es schmeckt wirklich nach gefrorener Gurke. Mein wenigster Favorit heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, Kendall Jenner weiß jetzt, wie man Gurken zubereitet. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einem neuen Video. Macht das nach. Alle Rezepte in der Infobox. Abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben wäre auch nett. War doch ein tolles Video, ne?